an Ostern denken, an welches Tier denken Sie da? Na, manche würden sagen, an Hühner wegen der Ostereier. Die spielen eine große Rolle in diesen Tagen. So sehr, dass unsere muslimischen Mitbürger dem Osterfest ihren eigenen Namen gegeben haben. Sie nennen es Eierfest. Und auch die Getauften, die es besser wissen müssten, finden an Ostern, dass der Hase wichtig, der Osterhase, auch mit Band oder ohne Band und Glöckchen, das ist dann egal. Dabei liegt eigentlich auf der Hand, wenn man das Evangelium kennt, dass ein ganz anderes Tier viel wichtiger ist. Der Esel. Dazu gibt uns die Bibel nämlich reichlich Anlass. Nicht nur am Sonntag. Im Evangelium, das wir vorhin gehört haben, da reitet Jesus auf einen Esel. Und das allein deutet schon auf das Geheimnis Christi hin. Wer da kommt im Namen Gottes, kommt nicht in einen Triumphwagen, nicht in Macht, nicht in Pracht, nicht von einer Eskorte begleitet, bewaffnet bis an die Zähne, nicht auf einem Schlachtross, sodass die Menschen vor Ehrfurcht und Angst zurückschrecken, so wie es damals die Kaiser machten. Nein, der Prediger aus Nazareth, der nicht ein neues Imperium verkündet hat, sondern das Reich Gottes, der kommt auf einem Eselchen, dem Lasttier der kleinen Leute. Und das war nicht Folklore, nein, damit hat Jesus Satire betrieben. Er hat all die Herrschaften, die da mit großem Gedöns und Hara einherkommen, um ihre Macht zu zeigen, vorgeführt. Nicht umsonst hat man wenige Tage später Jesus eine Purpurmantel umgehängt, ein Schilfrohr als Zepter in die Hand gedrückt, ihn mit Dornen gekrönt und ihn verehrt, indem man ihn bespuckte. Das war die Rache. Die Rache für die Kritik am Palmsonntag. Doch das Sinnbild des Eselchens, des Lasttieres, das geduldig schleppt und trägt, das reicht noch viel tiefer. Denn weil Jesus nichts Geringeres ist als ein lebendiges Gleichnis aus Fleisch und Blut für den Gott, den er verkündet hat. Deshalb weiß dieses Eselchen, dass Jesus auf einen Esel kommt, auf diesen Gott. Es kommt zum Ausdruck in den sogenannten vier Gottesknechtliedern des Jesaja. Ein Prophet, der geschrieben hat, mitten in der tiefsten Erniedrigung Israels im Exil. Gleich hören wir die erste Lesung, das dritte dieser Lieder, wo der gottgesandte Bote, der alles wieder ins Lot bringen wird zwischen Gott und seinem Volk, durch den Propheten sagen lässt, wie er seine Mission erfüllt wird. Nicht durch Gegengewalt als Antwort auf das Machtgebaren der Unterdrücker, sondern durch ein aufmunterndes Wort an die Müden und Unterdrückten. Ein Wort, das aus seinem Inneren wächst, aus seinem Inneren, das immer auf Gott hört und ausgerichtet ist. Und das ihn gewiss sein lässt, auch in der scheinbaren Ohnmacht, in Spott und Hohn, du wirst nicht untergehen.
Und zwischen dem ersten und dem zweiten dieser Gottesknechtlieder, da steht eine ganz eigenartige Passage, Verse, in denen der Prophet vernehmen darf und auch aussprechen darf, was denn der Gottesknecht seinerseits von Gott zu hören bekommt. Eben diese Worte, die ihn sagt, wie es ihm Kraft geben, seine Aufgabe zu übernehmen. Es heißt dort, hört auf mich, ihr vom Haus Jakob. Und ihr alle, die vom Haus Israel noch übrig sind, die mir aufgebürdet sind von Mutterleib an, die von mir getragen wurden, seit sie den Schoß ihrer Mutter verließen. Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet, bis ihr grau werdet, wenn ich euch trage. Ich habe es getan und werde es euch weiterhin tragen. Ich werde euch schleppen und retten. Ich bin für euch da. Selbst dort noch, wo ihr in eurer Freiheit euch gegen mich kehrt. Wieso pervers seid, Gottes lebendiges Wort ans Kreuz zu schlagen? Weil Gott immer derselbe und immer derselbe bleibt. Selbst dann auch, wenn die Menschen das Antlitz Gottes bis zur Unkenntlichkeit verdunkeln. Und warum ist Gott so? Weil Gott sich uns aufgebürdet hat vom ersten Atemzug an. Aufgebürdet wie eine Schwere, wie ein schweres Packen eines Lasttieres. Ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch schleppen und retten. Gott ist einer, der sich zum Esel macht für sein Volk, für uns. Der wie ein Esel wirft er seine Last noch immer nicht ab. Nicht einmal dann, wenn sie unerträglich wird. Überall auf der Welt sind die Götter oben und die Menschen unten. Müssen ihnen dienen. Bei uns steht alles auf dem Kopf. Gott unten, der sich mit uns plagt, bis wir grau werden. Und wir oben auf seinem Rücken. Das ist die geheimnisvolle Kehrseite jenes Gottesnamens, den Mose am Berg Sinai hören durfte. Ich bin, der ich bin da für euch, der immer, ich für euch, ich werde immer für euch da sein. Eine Kehrseite, die die innerste Wahrheit dieses Gottesnamens überhaupt erst in Reichweite ahnen lässt. Soweit radikalisiert sich die Liebe Gottes, dass er uns schleppt und trägt. All unseren Schmutz, all unseren Dreck, all unseren Versagen. Und das ist doch nicht alles. Gottes Wahrheit ist keineswegs eine theoretische, theologische Unwahrheit, die über der Geschichte spricht. Sondern sie bewahrheitet sich in der Geschichte. Von Anfang an war das so. Auch die Dornbusch-Wahrheit zu Beginn der Heilsgeschichte, dieses Ich bin da, kam zunächst konkret und anschaulich zur Geltung in der Gestalt des Mose. Also daran, dass Gott einen solchen begrenzten, mit Fehlern und Schwächen behafteten Menschen brauchen konnte, um gerade in ihm auf wunderbare Weise für das Volk da zu sein. Und keinem Deutsch anders geht es mit unserer Kehrseite des Gottesnamens, mit dieser Wahrheit, dass dieser Gott
sich für uns, sich gefallen lässt, sich zum Esel zu machen und zu schleppen und zu tragen auf seine Kosten, über alle Verwerfungen hinweg. Um die dramatische Geschichte zwischen Gott und seinem Volk zum Ende zu bringen. Darum fängt unser zweiter, unser Jesaja mitten im Exil in Visionen zu reden an. Von einem Knecht Gottes, von einem, der absolut Gott vertraut und ganz in seinen Dienst gestellt, gleichsam wie ein neuer Moses einen neuen, endgültigen Exodus verkündet, der den Heilsplan Gottes verwirklichen wird. Jesaja sagt uns nicht, wer das sein wird, weil er ja nicht die Zukunft voraussagt, sondern er sieht in seinem Glauben in die Tiefe und sagt, wenn Gott wahrhaftig ist, das ist so ein, müsste es so einen Gottesknecht geben. Einer, der alles trägt, er trägt auch die Widerspenstigkeit, Sündhaftigkeit seines Volkes. Und so weiß Jesaja sehr wohl, wie dieser Knecht Gottes nur sein kann. Als des geduldig tragenden, schleppenden Gottes Sinnbild aus Fleisch und Blut. Einer, der nicht schreit, der nicht lernt, der nicht einmal zurückschlägt, wenn man ihm Gewalt antut. Und genau damit wird dieser Gottesknecht sein von Gott aufgetragenes Werk für uns vollbringen, den neuen Exodus verwirklichen. Nicht mehr handeln wie Mose, sondern leidend. Nicht aus Lust am Leiden, das wäre pervers, sondern weil er auch noch in der Situation der extremsten Verfassung, die in einem, die ein Mensch geraten kann, verlassen von allen, verraten, verkauft, leidend am Kreuz, weil er auch da noch die Wahrheit Gottes, ich bin für euch da, bezeugen kann. Nicht nur bezeugen, indem er leidet, sondern indem er uns vor Augen führt, dass selbst in der größten Aggression, in der größten aggressiven Absonderung von Gott uns entgegenhält, wie überflüssig das alles ist. Weil Gott radikal liebender ist. So weit, dass er bis an das Nichts hineinreicht, des Todes. Und eben dadurch wird der Gottesknecht das Geschick, die Absonderung von Gott, die Sünde bekämpfen. Vor nunmehr knapp 2000 Jahren hat eine kleine Gruppe von jüdischen Menschen es bezeugt, dass ihnen etwas widerfahren ist, sodass sie felsenfest davon überzeugt waren, dass die bestürzende Wahrheit Gottes, dass er uns schleppt und trägt und rettet um absolut jeden Preis, dass diese Wahrheit mit den Sinnen zu greifen sichtbar geworden ist. Es ist diesen Gerechten Gottesknecht gegeben hat. Das sind die Christinnen und Christen, die das Schicksal Jesu von Kreuz und Auferstehung im Licht der Gottesknechtlieder des Ostermorgens deuten. Wir, Sie und ich, wir stehen auf den Schultern dieser Mütter und Väter unseres Glaubens. Auf den Schultern einer Maria von Magdala, der Apostelin der Apostel, die Thomas von Aquin genannt hat.
auf den Schultern der anderen Frauen, auf den Schultern des Zwölferkreises, auf den Schultern eines ungläubigen Thomas, auf den Schultern der Jünger von Emmaus. Deshalb begeben wir uns jetzt hören und beten hinein in das Osterfest.